Ach, wenn Jetzt es die dann um die Starterin einer Disziplin und Frau. Bereitheit Es geht sich mit jetzt dem ja erst Marcel richtig geht. los mit dem Ja, Finale. natürlich, genau Genau, das. die letzte Starterin der ersten Disziplin. Unsere Vize-Weltmeisterin amtierend. Sie will sich natürlich wieder für die WM qualifizieren dieses Jahr. Ganz klar. Genau, sie ist auch aktuell die Führende in der WM-Quali. Kann man so sagen nach Da einem es bis jetzt nur Ergebnis? einen Wertungsdurchgang gab und sie den gewonnen hat. Ja, und hat auch ein wirklich starkes Ergebnis schon vorgelegt. Sollte sie jetzt annähernd gut durchkommen, dann wird sie mit der Führung auf jeden Fall zum zweiten German Masters auch anreisen. Genau, heute Morgen waren es 187,92 Punkte. Das sind jetzt auf ihre aufgestellte Punktzahl nicht mal 10 Punkte Abzug. Da sind wir gespannt, was sie uns jetzt zeigt. Ja, und der Anfang von ihr ist mit Höchstschwierigkeiten gespickt. Sie startet jetzt mit dem Lenkerhandstand. Gleich danach werden wir direkt den Mautosprung sehen. Und dann folgt noch ein weiterer Handstand. Also sie fährt ja wirklich alle Höchstschwierigkeiten direkt zu Beginn da hintereinander weg. Zunächst noch die Sattelstandacht und die ist auch gar nicht so leicht zu lenken, wie das aussieht. Man sieht hier auch, sie Sie muss ein bisschen fährt. mit den Armen Ja, nachsteuern. und sie fährt auch sehr weit raus. Also gerade in der ersten also in der ersten Runde war es Jetzt knapp aufpassen und der raus. Mautesprung super gestanden. Jetzt folgt der Sattellenkerhandstand. Aber auch da kommt sie sicher hoch. Und fährt ihre halbe Runde sicher zu Ende. Sehr gute Querschnittsteigerdrehung. Ja, bei den Drehungen, gerade bei der Kerstensteiger-Drehung, die wir eben gesehen haben, da ist es natürlich, da wirken so hohe Fliehkräfte. Wenn man da einmal aus der Achse rauskommt, dann steht man auch ganz schnell unten, ne? Deswegen Hut ab vor so einer schönen Drehung gerade. Ja, auch Ramona, wie auch die beiden Starterinnen zuvor, wirkt total konzentriert, kein bisschen nervös. Jetzt wird das hier wirklich alles total sauber und ruhig. Ja, ist auch eine gute Stimmung, aber in der Halle würde ich sagen, Ja, sehr es ist. ruhig, sehr wohlwollend. Man fühlt sich hier, glaube ich, auch als Sportler sehr wohl in Gutach. Ja, die Drehung war auch mehr als ausreichend. Man muss ja drei Drehungen in einem 50 cm Radius machen. Und das waren auf jeden Fall mehr als drei Umdrehungen. Ja, die war voll, die Drehung. So, das ist jetzt ganz schnell in die Stangenrückwärtsserie gewechselt. Hatte auch einen guten Tritt gefunden. So, die Hälfte ihres Programms ist absolviert und sie hat gerade mal 2 Punkte Abzug. Ist wirklich gut auf Kurs. An der Fläche sitzen bei Ramona ihre Mutter und der ehemalige Weltmeister Michael Niedermeyer. So, jetzt wird es nochmal spannend. Der mehrfache Drehsprung, vierfach hat sie ihn eben gezeigt. Auch hier besteht die Möglichkeit, taktisch zu erweitern. Ja, vier Drehungen waren es. Aber sie Genau, sie geht auf nimmt Nummer nicht die sicher. Möglichkeit wahr, Sie geht taktisch zu auf, erweitern. genau, sie geht auf Nummer sicher. Sie will natürlich die Punkte heimbringen, die jetzt noch auf der Tafel stehen. So, das sieht jetzt bei ihr sehr wackelig aus, aber das sieht immer so aus und die klappt. Ja, es klappt. Genau, auch die Ramona kommt jetzt gleich in die letzte Minute und ist auch schon mit dem Kreissteiger in die
in die Schlussübungen gestartet. Jetzt könnte es fast zeitlich ein bisschen eng werden. Oh, das war jetzt ärgerlich. Das ist eigentlich ein Übergang, den sie im Schlaf beherrscht. Aber da ist man mal einen Moment nicht aufmerksam und steht man auf dem Boden. Oh, schon wieder. Jetzt einmal kurz sammeln. Oh nein. Aber sie steigt auf. Ja. Das ist natürlich super, wenn man das beherrscht. Aber das kostet Zeit jetzt hier. Was und sie hat die 8 weggelassen. Die Querlenkersitzstärke 8 und die Drehung auch noch. Also das sind ordentlich Punkte, die sie da liegen lässt. Oh Mann. Aber das ist ein ärgerlicher Fehler. Ja, da putzen die Punkte auch richtig. Ja. Sehr schade. Ja. Aber so ist aber Hut ab, sie hat sich sofort wieder gesammelt und fährt das jetzt souverän noch zu Ende. Das ist auch eine Kunst, dann direkt zu wissen, wie man weitermacht, wenn so ein Fehler passiert. Ja. Ja, direkt der Blick zur Anzeige und damit wird sie nicht zufrieden sein. Nee. Aber das war wirklich nur den Übergang geschuldet. Ja, damit hat sie jetzt auch ein Streichergebnis eingefahren. Das heißt, dann wird tatsächlich die Lara Füller als Führende der WM-Quali zum zweiten German Masters fahren. Danke, Ramona, für die genau, Kür, und auch den heutigen Abend. Und dahinter ist wirklich noch alles offen. Also, ja, bis auf Lara sind alle nicht super durch die beiden Durchgänge gekommen. Genau, also herzlichen Glückwunsch an die Lara Füller, die jetzt heute gewonnen hat. Genau, auf Platz 1 jetzt Lara Füller, auf Platz 2 die Vroni Koch und auf Platz 3, das wird wahrscheinlich so bestätigt werden mit 167,96 Punkten, genau, die Ramona Dandl.